Ja. Wie gesagt, also hier könnte man nicht bei jeder Situation ist gleich Zwilling, aber hier könnte man sogar wirklich von Liebhaber reden, ganz deutlich zu sehen. Ja. Deswegen sind vielleicht so viele, ja, diese negative Gedanken da oder. Wie gesagt, du solltest vielleicht auch schauen, sonst sollte man schauen, welche von beiden Münzen, die man hier hat, was mit einer Person zu tun hat, ja. Also zwei Personen, musste man schauen, welche von diesen zwei Personen eine nicht ehrliche, wie sagt man, Verhalten jetzt, ja, ein unehrliches Verhalten hat. Und auf jeden Fall, Zwilling, du weißt, worüber hier gesprochen wird. Und jeder von euch muss sich an seine Situation jetzt anpassen und die genauen Schritte dafür machen und geben, damit sich die Situation auch verbessert, ne? Weil man merkt hier, es ist ja, muss man schon was machen, ja. Wir sind jetzt im Videoteil 2, glaube ich, ja. Es gibt Videoteil 1 und Videoteil 2. Guck mal, was du von außen anziehst, ja. Also ist ein Bube der Stäbe, was auch nämlich für keine reife Energie spricht, ja. Also das ist eine Energie, die viel Leidenschaft auch hat, genau wie der Karte der Teufel. Ich meine, nicht, dass das hier jetzt damit auch, aber doch eine Anziehung, sexuelle Anziehung da, ja. Und spricht auch für Feuersternzeichen hier, muss aber nicht sein. Es kann auch nur die Energie, diese Energie, von dieser Energie reden, ja. Und normal spricht manchmal diese Karte für jemanden, der eine Beziehung nicht auch nicht ernst nimmt, also nur mehr sexuell jetzt Abhängigkeit hat oder als jetzt Gefühle oder eine ernste Beziehung möchte. Ja, man ist begleitet, guck mal hier, mit der Ritter der Schwerter und der Neunte der Schwerter. Also sind viele Schwerter zu sehen. Ne? Und der Neunte der Schwerter wiederholt sich auch bei dir zweimal. Also diese Gedanken, die du dir machst, gerade über diese Situation, lassen dir keine Ruhe. Und tatsächlich wird hier sehr wahrscheinlich irgendwann einen Schnitt gemacht. Aber momentan sehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe, das kommen ja Kommunikationen, das sehe ich ja. Es werden Gespräche kommen, ja. Aber also hier in dem Fall ist eine energische Kommunikation, ja, also zu sehr energisch und manchmal können hier Sachen gesagt werden, die man danach bereuen kann, weil man kontrolliert dieses Gespräch nicht so, also die Worte, die man so sagt. Ja, sehr wahrscheinlich ist hier eine Situation, wo man es schon satt hat. Und klar, wenn man dann sich hier äußern möchte, kann manchmal diese Kontrolle nicht mehr haben oder man verliert dann ein bisschen die Kontrolle in dem Moment, ja, wenn man jetzt sich äußern möchte. Aber da musstest du genau mit Vernunft die Situation gehen, ja, weil hier man merkt schon, diese Konflikte hier. Ja. Für deine Wünsche, wir haben die Karte die Liebende. Spricht für Zwilling, ja? Ja, die Karte die Liebenden
Es stellt uns manchmal auch zwischen zwei Personen, sagen wir mal so. Ja? In dieser Karte ist auch viel Leidenschaft da. Also ich sage dir, sind so viele Karten, die über, ehrlich gesagt, über sexuelle Anziehung spricht, also sehr viel Leidenschaft mit einer Person. Keine Ahnung, oder sogar mit mehreren, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall, es ist schon da. Es ist schon da, ja. Die Karte, die Liebende, wie gesagt, stellt uns in eine Entscheidung, also eine Entscheidung zwischen zwei Personen. Und begleitet mit der Sechste der Schwerter und der Neunte der Münzen. Die Neunte der Münzen spricht für eine Person, die ledig, also niemanden hat, und aber sehr sich allein wohlfühlt. Also sie braucht niemanden, diese Person braucht niemanden, um sich wohlzufühlen. Es ist eine Person, die alleine auch ja, vollkommen fühlt, ja. Der Sechste der Schwerter kann auch natürlich auch über Reise reden. Diese Bewegung, die man macht, so ein Umzug auch sogar. Damit man auch mit dieser Person sein kann. Sehr wahrscheinlich, wie ich auch vorher gesagt habe, Zwilling ist eine Person, die nicht bei dir in deiner Stadt oder sogar manchmal in deinem Land lebt. Und es sind viele Karten, die über ein anderes, ja, eine Reise reden, ja, was auch damit zu tun haben kann, dass du sehr intensiv an diese Person denkst, weil sie ja nicht bei dir ist. Ja. Die Neunte der Münzen hat viel auch mit Erde-Sternzeichen, ja. Als Ergebnis haben wir die Herrscherin. Wahnsinn, eine wunderschöne Karte für das Ergebnis auch. Ja, die Herrscherin ist eine liebe Person, jemand, die sehr viel Liebe hat, in sich hat. Auch, sie ist auch eine Person, die schwanger ist. Ja, man sagt also, es ist eine Karte, die vielleicht ein bisschen langsam ist. Ja, es dauert immer 9 Monate, bis das Baby auf die Welt kommen kann. Also das heißt nicht, dass es vielleicht so lang dauert hier, diese Situation hier, aber doch ist eine Sache, die sich ein bisschen Zeit benötigt, ja, ein bisschen ist eine ermächtigte Person. Ist eine Person, guck mal, begleitet mit der König der Stäbe und der Vierte der Kelche. Der König der Stäbe, die Königin, haben wir in deiner Vergangenheit. Ja? Deswegen denke ich, es ist sehr wahrscheinlich jemand von der Vergangenheit. Und aber wo, also dann haben wir der Vierte der Kelche, spricht auch für eine, also jemand denkt viel nach über diese Person und möchte, also man nimmt diese Kelche nicht an, man möchte hier nicht mehr jetzt die Situation von der Vergangenheit möchte man sehr wahrscheinlich nicht mehr haben. Obwohl es eine Sache, die man noch darüber denkt. Und die Intuition sagt einer, ja, weil manchmal, wenn so Karten kommen, muss man auch denken, das ist auch die Intuition, die uns was sagen möchte, ja. Warum stellen wir uns nämlich so? Ja, sitzen, nachdenken und so gedanklich, es ist oft, weil man wirklich eine Situation, ich denke, es ist eine andere Person da, die dich jetzt so die deine Wünsche erfüllen. Deswegen ist es die Situation hier, ja.
Und wir haben nämlich auch der Herrscher, wir haben die Herrscherin und der Herrscher auch das perfekte Paar. Hier kommen Änderungen für dich, Zwilling. Denn wir hatten nämlich, zeige ich dir gleich jetzt, wir hatten Rat des Schicksals als Energie, Dritte der Kelche und der Herrscher. Der Herrscher spricht für Sternzeichen wieder. Ja, sind Änderungen hier, was mit dem Schicksal auch zu tun hat, Zwilling, was mit Schicksal zu tun hat für dich. Ja. Lass dir von deinen Freunden helfen. Bitte andere um Unterstützung und nimm sie an. Ja, manchmal ist auch wichtig, dass man sich vielleicht ein bisschen um Hilfe, dass man sich Hilfe nimmt, ja. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ich glaube, es hat mit unseren Kartenauslegen von heute viel zu tun, ne, diese Karte. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Interessant, eh, Zwilling. Flirt, flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Genau, das ist jetzt die neue, diese neue Person, die man sieht hier. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Und das habe ich dir auch sagen wollen in Video Teil 1, Zwilling, was mit diesen drei Karten hier zu tun hatten, ja, in deiner Unbewusstheit. Diese 555, ja, diese Konflikten in deiner Unbewusstheit, diese Traurigkeit, dieses negative Gedanken. Und das muss man wirklich erstmal damit anfangen, in positives Denken. Ja, das bringt dir wirklich Glück in der Liebe. Bleibe optimistisch, sehr wichtig, Zwille. Achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich. Ja, genau, muss man auch bewusst im Bilde. Entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Ja, entscheide klar, was du willst, damit es zu dir kommen kann. Romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Das ist eine Karte, die wirklich sehr interessant ist. Eine, die für mich die am meisten interessant ist von diesem Stapel hier, weil es spricht tatsächlich von Faktoren, die uns beeinflussen, ja. Und zwar muss nicht unbedingt jetzt nicht nur religiös sein, sondern auch was mit dem Alter zu tun hat. Vielleicht gibt es einen Altersunterschied oder ein anderes Land. Also vielleicht ja, die Kulturen sind sehr verschieden und das verhindert uns irgendwie einen Schritt zu machen. Oder wie auch immer, aber oft hat das auch viel mit Seelengefährten, ja. Also sind Probe, die uns gestellt werden. Und da muss man halt wissen, was ist wichtiger, unsere Liebe zu dieser Person oder das, was da ist, ja. Also ist eine wirklich interessante Karte, was mit, wie gesagt, unserer Erziehung zu tun hat.
was oft uns in unserem Leben nur verhindert für alles. Aber Erziehung meine ich jetzt nicht, dass unsere Eltern das schlecht gemacht haben. Wir sind alle auch irgendwie Mutters und Vaters. Das ist nicht, also die Sache ist nur, was von Generationen und Generationen sich da, ja, diese Verhalten, was von unseren Großeltern und sogar von anderen Leben kommen und die uns in unserem heutigen Tag also wirklich für Entscheidungen verhindern. Nicht helfen eigentlich, ja. Past Life Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Past Life Beziehung, ja. Viel mit eine könnte wirklich mit ein anderes Leben haben, zu tun haben. Sehr interessant. Eine neue Liebe ist da für dich auf jeden Fall. Ich hole mir von Erzengel Michael jetzt eine Karte für dich. Ja, die Herrscherin spricht schon für eine neue Beziehung. Prüfe deine Optionen. Lieber Gott, ich danke dir für deine Weisheit und Liebe und dass du mir hilfst, meine verschiedenen Optionen zu sehen, zu verstehen und anzuwenden. Bitte führe mich in die beste Richtung bezüglich meiner Gesundheit, Glück und Lebensaufgabe. Prüfe deine Optionen. Wahnsinn, oder? Denn Optionen sind ja da, Zwilling, haben wir ja gesehen, ne? Gebete werden in dieser Situation helfen. Lieber Gott und Erzengel Michael, ich bitte euch um eure göttliche Intervention. Beschreibe die Situation. Ich heiße eure Hilfe willkommen und ich vertraue eure Führung und folge ihr in Demut und Dankbarkeit. Ich brauche ein Wunder und bitte euch, mir um diese Situation schnell eins zu schicken. Danke und Amen. Also Gebete werden in dieser Situation helfen. Eine Sache, die schon nicht viel gemacht wird, ja, oder nicht mehr viele Menschen, aber es ist eine Sache, die ich finde, ist total wichtig, ja. Und es hilft, ja. Verbringe mehr Zeit im Freien. Danke, dass du mich motivierst, mehr Zeit in der freien Natur zu verbringen, mich zu entspannen und die Verbindung mit der Natur zu genießen. Wow. Verbringe mehr Zeit im Freien. Das hilft sehr wahrscheinlich viel für deine negative Gedanken, für die Gedanken, die du gerade jetzt hast, hilft dir das sehr viel, ja. Dein Zuhause wird von Engeln beschützt. Erzengel Michael, danke, dass du mein Zuhause und seine Bewohner beschützt. Ich bitte dich, an jedem Fenster und jeder Tür Schutzengel zu postieren und somit Sicherheit zu gewährleisten. Danke, dass du mich bezüglich meiner Finanzen anleitest, damit ich problemlos meine Miete, Hypotheken oder Steuern bezahlen kann. Interessant, was für Karten hier kommen. Guck mal hier. Neue Anfänge und ein frischer Start. Danke, dass du mir neue Gelegenheiten bringst, deine Hilfe anbietest und mir hilfst, meine Vergangenheit zu heilen und loszulassen. Erfülle mich mit Vertrauen, während ich diese wichtigen Veränderungen in meinem Leben vornehme. Wow, Zwilling. Diese Karte passt mit dieser Situation gerade jetzt wie
Oder empfindest du bestimmt auch neue Anfänge und ein frischer Start? Wahnsinn! Sehr interessant, Zwilling. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und dass du mir diese Situation hier ein bisschen für deine Situation ein bisschen Klarheit vielleicht bekommst. Manchmal, wie gesagt, ein Wort oder ein Satz hilft, ein bisschen mehr Klarheit in seine Situation zu bekommen. Also vielen Dank, dass du mich zuhörst. Vielen Dank für deine Abonnements. Ich freue mich auf dich wieder, so in 1 oder 2 Wochen. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich die Energien hier geändert haben. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und ja, vielen Dank und bleib gesund, Zwilling. Bis bald. Tschüss.